Der 39-jährige René fährt ins Berliner Umland, genauer gesagt nach Sedin. Hier, mitten im Wald, liegt das Grundstück von Kunde Stefan Tappert. Der weiß schon genau, wo der Pool stehen soll. Und auch über die Größe hat sich der 37-Jährige schon Gedanken gemacht. Ich glaube, so ein bisschen oval hier wird auch gut aussehen. So länglich, vielleicht so 2,50 Meter, 3 Meter in der Breite, irgendwas in der Richtung. Wir haben das ganz oft diskutiert, meine Frau und ich. Und wir haben irgendwie gesagt, ja, nein, da ist ein See. Ach, ist egal, nee, wir brauchen kein Wasser. Da kommt das ganze Nadelzeug von oben geflogen. Und irgendwie am Ende habe ich mich durchgesetzt. Wie lange dauert der Pool, bis der wirklich steht, Wasser reinkommt und Arschbombe? Also mit allem drum und dran, denke ich mal, also die Bauzeit 4-5 Tage. Doch das ist noch lange nicht alles. Beton braucht Zeit zum Trocknen und Aushärten. Je nach Sorte bis zu 28 Tage. Also hier wird jetzt nicht gekleckert, hier wird richtig geklotzt, hier wird richtige Männerarbeit gemacht. Noch steht aber nicht fest, welcher Pool genau in Stefans Garten gebaut werden soll. Und außerdem braucht so ein Pool auch noch jede Menge Zubehör. René und Stefan machen sich also auf den Weg zum Fachhändler. René ist mit Kunde Stefan Tappert inzwischen im Baumarkt und will den passenden Swimmingpool für den Bauherrn aussuchen. Die Abmessungen sind klar und auch die Bauweise. Der Pool soll in das Erdreich eingelassen werden. Jetzt geht es nur noch um die Form. Hier bist du ja gleich nach 2 Schritten auf der anderen Seite wieder. Naja, das ist alles Gummi, 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 Gummi. Das ist es nicht. Nee. Das ist schön. Der wäre ja was. Was natürlich ist, ist eine Menge Arbeit, der Pool. Das Ausschachten, der Betonplatte, die Seitenwände. Aber du wirst es nicht bereuen. Ein eingelassener Pool bedeutet viel Erdarbeit, Beton, Steine schleppen und schaufeln. Auch für den Bauherrn. Als Motivationshilfe hat René den Pool schon einmal optisch im Garten eingelassen. Der Pool muss schon in der Sonne stehen. Ne? Wir können den Pool natürlich auch, das ist jetzt bloß mal ein Beispiel, wie das aussehen würde, dass du mal siehst, wie der Pool in deinem Garten wirkt, wie er aussieht. Wir können ihn natürlich auch weiter nach hinten setzen, ja. wo mehr Sonne ist. Das ist kein Problem für uns. Mit dem Pool alleine ist es aber nicht getan. Schließlich muss das Wasser regelmäßig umgewälzt und gereinigt werden. Die Auswahl an Filtern und Zubehör ist riesig. Das ist also eine Filteranlage, nicht nur eine Pumpe. Das ist halt zusammenhängend eine Filteranlage. Hier drin kommt der Sand rein, dieser Quarzsand, der durch den das Wasser durchgeführt wird, wo sich dann die Schmutzpartikel dann verfangen sozusagen. Aber was passiert denn? Ich meine, wenn jetzt der Dreck hier durchläuft, das sehe ich ja ein, wenn das kleine Zeug hier hängen bleibt in dem Sand, gut, aber es sind ja trotzdem Keime im Wasser. Ich meine, das ist ja irgendwie, ne? Ja, ganz ohne Chemie wirst du nicht auskommen. Du musst doch natürlich chloren und auf den pH-Wert achten und ähnliche Sachen. Da kommt man nicht drum rum. Du musst es schon machen. Keine 10 Minuten später ist alles zusammengepackt und kann eingeladen werden. Ein ganzer Pool samt Randsteinen verschwindet nach und nach im Lieferwagen. In Sedin fahren Bernd und René Wende inzwischen schwere Geschütze auf. Stefan Tappert will einen Swimmingpool in seinem Garten. Dafür muss das Grünzeug weichen. Ich gucke jetzt mal offiziell nicht hin. Ich habe das alles nicht gesehen. Ich weiß es alles nicht. Der Strauch war offiziell nicht zu retten, okay? Falls die Nachfrage kommt später. Ja, gut. Der Strauch ging gar nicht anders weg. Genau. Den Bagger bedient im Hause Wende nur einer. Und das ist der Chef höchstpersönlich. Ich bin Bagger-Johnny, genau. Ja, Baggerfahrer. Baggerfahren ist geil. Baggerfahren ist... Vor allem ist das eine Frage von Gefühl. Da muss man viel Gefühl haben beim Baggerfahren. Jetzt müssen wir die grobe Baugrube abstecken, dass wir ungefähr wissen, wo wir baggern müssen. Wir können jetzt nicht hier wild drauf losbaggern. Nee, das ist nett. Wobei, wir können natürlich das immer umlegen. Ja, ja, hier, ne? Den Garten aber einmal durchgehen. Genau, immer durchgraben. So Spaß, wie es dir macht mit dem Bagger, ne? Ja. Die Baugrube wird mit 18 Kubikmetern deutlich größer als der Pool. René und Stefan haben Zwangspause. Was schätzen, wie lange stehen wir jetzt hier rum? Na, ich denke mal so 2-3 Stunden und dann werden wir so die ersten Erfolge sehen. Okay. Weil das wird ja jetzt auch schon tief, ne? Ja, ja. Ist ja eine große Schippe, die dran ist. Ja. In 3 Stunden kommt der Beton für die Bodenplatte. Bis dahin muss Bernd mit dem Aushub fertig sein. Wenn jemand Stress im Beruf hat, soll er sich mal einen Baggertag schenken lassen. Weil du bist so konzentriert darauf, du kannst an nichts anderes denken. An keine Bankgeschäfte oder irgendwelche bösen Jungs oder... Ja, super. Was soll denn das da werden? Na, wie soll ich das hier oben messen? Na, unten. Na, du hast gesagt, die obere.
Mensch, ich brauche die Poollänge, will ich haben, wo wir jetzt ungefähr sind. Du bist anstrengend. Vier Meter? Stell da an, wie du willst, bloß nicht doof und hinten. So. Das reicht doch schon. Noch nicht, nee. 5,80 haben wir gesagt, ne? 5,60, ja. 5,60. Ist? Genau jetzt am Ende hier. So. Ja. Na ja. Hier sind wir jetzt bei 5,60. So. Naja, wunderbar, den Rest machen wir mit der Hand. Zur besseren Orientierung nutzen die Handwerker die Bodenschiene des Pools, in welche später die Stahlwand des Beckens eingesetzt wird. In Sedin klafft inzwischen ein 6x4 Meter großes Loch im Garten von Stefan Tappert. Wie das Loch werden nun auch die Maschinen immer größer. So ein großes Auto und so ein kleiner Pool. Ja. Wollen wir den mal richtig ausfüllen jetzt? Wieder komplett zumachen. Genau. Nee, lass mal, da haben wir zu viel geschaufelt. Also oben grün anmalen. Ja, nee. Um später nicht weiter abzusacken, braucht der 16.000 Liter Pool eine Betonbodenplatte als Fundament. Jetzt kommt der Beton. Jetzt müssen wir schön festhalten, halt, ja? Jawohl. Na, geht doch. Du musst da am besten zu mir erstmal mit rumkommen, oder? Oder bist du da? Ich fang von hier hinten an. 20 cm stark muss die Bodenplatte später sein, um den Pool zu tragen. Dafür laufen insgesamt 4 Kubikmeter Beton in die Baugrube. Echte Männerarbeit. Hut ab vor Betonbauern. Das könnte ich nicht. Definitiv nicht. Bin wirklich, tut rechts und links alles weh. 20 Minuten spuckt der Monsterschlauch die graue Masse aus. Dann ist das Spektakel vorbei. Ja. Da kommt noch ein Rest. Flump. Flump. Und das sieht gut aus. Dann legen wir mal ab. So, was haben wir? Na, 20 cm. Wie wir wollten. Der Beton ist so flüssig, dass er sich von selbst nivelliert, also glättet. Sogenannte Armierungsmatten geben weitere Festigkeit. Jetzt Pause, ja. Jetzt muss ich erstmal durchhärten. Ja. Der nächste Morgen, 20 Grad Sonnenschein. Beste Bedingungen, um weiterzubauen. Da ist er ja. Na, wie sieht meine Betonplatte aus? Na, stimmt schon. Also, ich hab schon mal ein bisschen gefegt und so, hab auch schon mal ein bisschen geguckt, aber sieht ganz gerade aus. Sieht okay aus, was, ja. Ja. Müssen wir mal gucken, was wir hier so am Rand machen. Da ist ja so ein bisschen Erde noch runtergekommen, aber. Ja, das ist, glaube ich, nicht schlimm, oder? Ja, wenn wir jetzt. Das wird nochmal ausmessen, die Länge, den Rand drin legen und die Seitenwände hinstellen. Wa? Und heute ist mal ein bisschen hier mit Sonne, ne? Heute haben wir auch schönes Wetter, haben wir extra so bestellt, ne? Für den Pool soll heute vorerst provisorisch die Wand aus Stahlblech gestellt werden. Damit kann René einschätzen, wo die weiteren Stützwände hin müssen. Ja, nee, das geht so zusammen da. Ich habe Angst. Ich meine, wir haben ja schon diesen komischen Rüssel hier reingehalten, stundenlang mit 40 Kilo. Oh! Ja. Steine schleppen oder was? Steine stehen vorne. Deswegen habe ich dich heute hergebeten, zum Reintragen. Dankeschön. Die Steine wiegen pro Stück 20 Kilo. Doch nur so bekommt der Pool den Halt, den er braucht. Bei Mauern kommt es vor allem auf eines an, Genauigkeit. Ja, wenn wir hier jetzt was falsch machen, dann haben wir den Kuckuck auf, weil dann passt der Pool nachher nicht rein. Aber jetzt kommt hier an der Innenseite kommt jetzt dieses komische Plastikding dran, ne? Diese Plastikschiene, diese Führung für diese Metallwände. Die kommt jetzt hier rund gestellt. Erst kommt noch neben die Mauer noch mal Styropor und dann kommt diese Plastikschiene, genau. Heute müssen die Jungs zwar ihren Beton selber anrühren, kämpfen dafür aber auch nicht mit dem Monsterschlauch. Aber hast du noch ein paar Leichenreste, die wir hier in die Schalsteine mit einbauen können? Da muss ich mal gucken, bei der Gartenwasserleitung liegen die bestimmt noch mit rum. Ach so, brauchen wir so viel Beton, weißt du? Ja, ja. Sparen wir ein bisschen. Circa 600 Liter Beton muss Stefan für die Füllung der Steine anrühren. Hier ist der Eimer. Vorne. So. Ja. Sonne geht unter und mein Rücken auch, das sag ich dir. Dann nimm mir den letzten Beton her hier. Ja, alter Verwalter, wie viele Säcke sind denn jetzt hier drin? 20, 30 Säcke. 30 Säcke. Komm. So. Ich habe die Steine heute Morgen gesehen, habe gesehen, ja, da muss ein bisschen Beton rein, dann Mischer, ja, geht da bestimmt ratzfatz. Aber dass da so viel reingeht, das waren irgendwie 35 Säcke, die wir da reingefüllt haben in 16 Steine. Kriegst du eine Krise, das geht überhaupt nicht. Also, und dann vor allen Dingen dieses Geschippe, gemachte Getue, du gehst ja dann am Abend wie Jesus am Kreuz, du kannst dich überhaupt nicht bewegen. Katastrophe. Jetzt kann der Pool eingebaut werden.
René hat sich heute den Chef persönlich als Unterstützung geholt. Die Stahlblechwand, die den Pool später begrenzt, muss jetzt in die blaue Kunststoffschiene. Bernd, René und Stefan stehen auf empfindlichem Vlies und müssen ohne Schuhe arbeiten. Ein Stück müssen wir noch rum, ne? Langsam. Ja. Ja, alles, was wir jetzt machen, langsam, weil sonst hacken wir uns die Schiene unten. So, wie heißt, was heißt rum? Noch ein bisschen, ich denke, hier ist nach rechts, nach links, das andere rechts. Noch können wir alles machen. So, genau. Jo, das so, jetzt gleich immer, genau, zack. Gleich rinnen in die Schiene. Gleich Rinnenschlitz. Allmählich nimmt der Pool Form an. Doch beim Verbinden der Enden wird es knifflig. Muss rinnen muss er, auch wenn sie Wähler wählen. Für jedes Problem hat Bernd einen Hammer dabei. Diesmal reicht der kleine. So, bis jetzt war das die einfache Nummer. Jetzt kommt die geile Nummer. Denn Bernd merkt, ein Teil fehlt. Sagt mal, wo ist denn eigentlich unsere Erdungsgeschichte? Erdung? Ja, Erdung. Welche Erdung? Das Becken muss geerdet werden. Stimmt. Ist das schon in der Erde? Ist das nicht mitgebracht eben? Ja, ich glaube, mein Hahn pfeift oder was. Wie, habt ihr das nicht hier? Nee. Ja, und nu? Müssen wir machen, bevor die Folie rinkommt. Ach Mann, leckt mir da einer fett hier. Das ist doch nicht zu wachen. Das ist jetzt Ärger. Wenn ich hier nicht an alle denke. Das Becken muss geerdet werden. Am besten mit einem Erdspieß, mit einem Erdnagel oder so. Ja klar, logisch, muss geerdet werden. Ja, dann muss ich ihn holen. Fährst du schnell los? Nö, kann ja mal pfeifen. Vielleicht kommt er ja angeflattert hier mit einer Brieftaube oder fährst so. Fährst du bitte los? Ohne Erdungskabel kann René den Poolbau nicht weiterführen. Die Badegäste sollen im Fall eines Gewitters schließlich nicht gekocht werden. Bei 3 Dutzend Einzelteilen kann man eben schon mal etwas vergessen. Chef Bernd Wendel muss den fehlenden Erdungsstab im Fachhandel besorgen. So, das wär das gute Stück. Ja, wunderbar. Schön tief in die Erde natürlich einrammen. Aber ist klar, ein Bello haben wir, ist überhaupt kein Problem. Werde ich so machen, dass Inge vielleicht den Finger zwischenhält, dann ist er nicht so laut beim Einschlagen. Genau, richtig, da wird der Nachbar nicht gestört. Genau. Der unvorhergesehene Einkauf hält die Wendes zum Glück nicht weiter auf. René und Stefan konnten dank Bernds Unterstützung zügig weiterarbeiten. So, Männer, da bin ich wieder. Jawohl. Hallo. Schlagfertig verabschiedet Bernd den Erdnagel für immer im märkischen Sand. Erdungskabel dran. Fertig. Jetzt endlich können die Handwerker die Folie in den Pool einhängen. Viel Zeit bleibt nicht mehr. In ein paar Stunden kommt der Beton zum Verfüllen der Seitenwände. Bis dahin muss alles fertig sein. Handlaufleisten sorgen dafür, dass die Folie nicht vom Rand abrutscht. Jetzt müssen nur noch die Falten raus. Und dann mit den Füßen ein bisschen nach außen schieben. Und ja, dann drückt der Rest Wasser das zusammen. Das zusammen. Ja, sieht aber ganz gut aus. Gefällt mir gut. Jetzt heißt es Wassermarsch. Das Gewicht der ersten paar Liter im Pool hilft den Handwerkern auch, die letzten Falten glatt zu ziehen. Installateurmeister Bernd kümmert sich inzwischen um die Filteranlage. Pumpe, Filteranlage, wichtige Angelegenheit. Regelmäßig reinigen und rückspülen. Du hast hier oben ein sogenanntes 6-Wege-Ventil. Und da sind mehrere Stellungen möglich. Spülen, zirkulieren, nachspülen, filtern, entleeren und geschlossen. Nachspülen bedeutet, dann wird hier drinnen ein Weg freigegeben, sodass das Wasser aus dem Pool praktisch oder angesaugt wird, wird durch diesen Filter durchgeschoben und die ganzen Dreckpartikel werden dann über einen Schlauch hier rausgeschoben. Das lässt du einfach in den Garten laufen. Damit spült man den Filter wieder frei, den Dreck raus. Ja. Um die Idylle in Sedin nicht zu stören, ist sie besonders geräuscharm. Was dem Pool jetzt noch fehlt, ist die Schalung für den Beton, denn der Betonmischer ist im Anmarsch. Für den Swimmingpool in Stefans Garten muss jede Menge Beton zwischen die Seitenwände und das Erdreich eingebracht werden. 3 Mann sind notwendig, um den Schlauch unter Kontrolle zu bringen. Auf keinen Fall darf Beton in den Pool gelangen. Stoppen bitte. So, das sieht gut aus. Ja, wa? Ja.
Gut. Ist alle gut. Der Wasserstand im Pool muss immer höher sein als der des Betons an der Außenseite. Sonst droht der Druck des Betons, die Poolwand einzudrücken. Um Zeit zu sparen, hilft Bernd sich mit einem Feuerwehrschlauch. So, jetzt müssen wir mal gucken, in welcher Intensität wir füllen, ja? Ja, ich glaube, da kommt eine Menge durch. Ja, ich habe ein richtiges Rohr mitgebracht. Hör mal. Ich will ja jetzt nicht prahlen, aber naja. Jetzt schaffen die Handwerker innerhalb von Minuten, was sonst Stunden gedauert hätte. Na, am besten ist zumindest Oberkante. Wir müssen jetzt 60. Dann stoppen wir, dann kommt wieder Beton. Aber von Unterkante wäre es dann auch 60, oder? Ja. Aber dann wäre der Zollstock nicht so nass. Nicht, dass der da an der Holzseite rostet. Wasser, Beton, Wasser, Beton. Der Pegel steigt, außen wie innen. Eine halbe Stunde später hat das Niveau auf beiden Seiten den Maximalstand erreicht. Prima. Nee, hat gut geklappt, Jungs, wa? Ja. In Sedin rotieren nicht nur der Betonmischer, sondern auch René und Stefan. Das Fundament für die Leiter und die Randsteine erfordert wieder einmal jede Menge Beton und Zielgenauigkeit. Also die linke Seite muss noch mehr nach links. Also von dir aus rechts muss nach, von dir aus rechts, ja. Nee, unten. Ja, und so wäre sie gerade. Beim Verlegen der abgezählten Betonrandsteine muss René aufpassen. Er darf sich nicht vermessen. Und erst recht nicht versägen. Ja. Passt oder wackelt? Oder hat Luft? Oder zieht Luft? Ja, siehst du, passt doch einwandfrei. Super, jetzt müssen wir uns den hier bloß noch zuschneiden. Den mittleren. Mit dem richtigen Werkzeug ist das alles kein Problem. Wir haben hier Sanitär gehabt, wir haben hier Betonbau gehabt, Tiefbau, Hochbau, Flachbau. Holz, Schreinerei, wir haben ja alles gehabt. Also war schon beeindruckend. Und dann ist der Pool endlich fertig. Nichts erinnert mehr an den Krater, den Chefbagger Bernd am ersten Tag hinterlassen hat. Der kommt jetzt zur Abnahme. Das sieht doch ja nicht schlecht aus, oder? Dafür, dass ihr das gebaut habt? Ja. War nicht einfach, war ein schwieriges Projekt, muss man schon sagen. Aber mit dem Ergebnis bin ich jetzt doch sehr zufrieden. Baumpflanzen, Kinder zeugen, Haus bauen, Frau finden, Frau verlassen, wieder eine neue finden, Pool bauen. Fertig. Schafft. Ich denke mal, wenn Stefan ab nächste Woche im Pool mit seiner Familie baden gehen kann, dann ist all der Stress, den er mit seinem Beton hatte, vergessen. Für die Wände ist hier der Auftrag erledigt.